ihr Lieben, wir haben heute ein neues Video für euch. Und noch sieht das alles hier super fröhlich aus. Noch ist ja auch taghell draußen. Es ist Mittag. Aber das Video wird heute noch lange dauern. Wir müssen nämlich bis 3 Uhr nachts warten. Und um 3 Uhr nachts müssen wir wieder was machen, was man auf keinen Fall um 3 Uhr nachts machen sollte. Ich habe mir gedacht, ich frage euch auf Instagram einfach mal, was darf man eigentlich alles nicht um 3 Uhr nachts machen? Eigentlich sollte man um 3 Uhr nachts gar nichts machen, außer schlafen, denke ich. Das ist am ungefährlichsten. Weil so gut wie allen anderen Aktivitäten können gruselige Dinge geschehen. Wir haben uns nun für eine Sache entschieden, die ihr uns vorgeschlagen habt. Das heißt, ihr seid schuld, wenn irgendwas schief geht. Ihr seid schuld, wenn uns irgendetwas passiert. Es hört sich gar nicht so gefährlich an. Wir werden heute um 3 Uhr nachts Frozen angucken. Frozen 2. Oh, Entschuldigung. Frozen 2. Das habt ihr ganz oft geschrieben und ich freue mich mega drauf. Vicky nicht so, das wissen wir ja schon. Das ist eher so meine Lieblingsvideokategorie. Ich finde Grusel auch toll, aber nur wenn ich in Sicherheit bin und nicht wenn ich der Mittelpunkt dieses Gruseldings hier bin. Und wir haben uns gedacht, wir beginnen dieses Video, wenn es noch hell ist, denn wir haben einiges vorzubereiten und damit ihr nicht so alles nur im Dunkeln seht und vielleicht gar nichts mehr seht, bereiten wir jetzt alles vor und dann, wenn es soweit ist, kurz vor 3 Uhr, geht's los. Ich habe jetzt schon ein komisches Geräusch gehört. Das sind die Hunde. Oh, wieso bellen die Hunde? Der Geist von Frozen ist vielleicht schon da. Ich weiß eigentlich gar nicht, was passieren soll. Vielleicht kommt ihr Olaf um die Ecke. Oh, das wäre cool. Ich glaube, dem ist ein bisschen zu heiß hier. Decken sind schon mal ganz wichtig. Und was auch noch wichtig ist, ist dieses Teil hier. Der Biber. Er wartet schon hier auf seinen ersten Einsatz. Und hier sind noch Lichterketten. Wollen wir die auch mitnehmen? Na klar. Aber ich glaube, das Problem ist, dass die mit Solar funktionieren. Na, das ist ja gut, dass wir anfangen, wenn es noch hell ist. Dann kann ich die Zwischenzeit schon abladen. Den Balkon kennt ihr ja schon. Und hier wird es stattfinden. Hier soll die Kuschelecke hinkommen. So, ich teste mal. Und hier gegenüber, auf dieser Wand, da wollen wir den Film sehen. Ich hoffe, das klappt alles. Wir werden auf jeden Fall gleich noch ein Handy brauchen. Denn vom Handy suchen wir den Film aus und dann ist es, glaube ich, ein Bluetooth oder so. Rüber auf den Beamer. Suri testet schon mal. Na, kann man es hier aushalten? Oh, was ist das denn? Eine Tasche in der Kiste. In der Tasche ist hoffentlich jetzt der Beamer. Oh, oh, Kabel mit Farben, das ist nie gut. Ach, das brauchen wir alles nicht, wenn man es mit dem Handy. Wir brauchen, glaube ich, nur das für den Strom. Oh, sogar mit Fernbedienung. Hallo, mein Kleiner. Crazy. Noch ist es hell, aber Leute, es dauert nicht mehr lang. Da geht die Sonne unter und hier, Gruselparty steigt. Und du hast dich auch schon mal dazu gelegt, Billy. Na toll, wie sollen wir da noch Platz haben? Oh, oh, Leute, es ist keine Anleitung dabei. Hä, was? Es geht ja nicht. Power. Er fängt an. Er macht etwas. Um das Ganze zum Laufen zu bringen, brauchen wir natürlich Batterien. Hä, wieso sind da verschiedene drin? Oh Mann, hoffentlich funktionieren die alle und sind nicht die Hälfte leer. Hey, hast du die Anleitung gefunden? Hier. Die Anleitung ist da, aber wir haben ein anderes Problem. Was? Dieses Kabel ist extra verkauft. Haben wir aber nicht extra gekauft. Was ist das? Bring mal ein iPhone-Ladekabel, bitte. Wir versuchen es hiermit. Hey, was bastelst du da jetzt zusammen? Naja, ich stecke einfach mal mein Handy da dran und guck, was passiert. Nix. Tschüss, Beamer. Tschüss, Suri. Hallo, Suri. Ein bisschen Pflanzenpflege für zwischendurch. Sieht schon nicht mehr so gut aus hier. Ja, schaut euch das mal an. Das war mal ein Flieder. Das war ein Lavendel. Naja, jetzt auf jeden Fall tot. Aber eigentlich wollten wir hier gerade diese montieren und installieren. Hier soll die Sonne raus, ne? Sticker abmachen. Oh, wer liebt das auch? Damit der Lavendel wenigstens noch eine Aufgabe hat, hier kommt das Lichtding, Sonneneinfangding hin. So. Achtet bitte nicht auf unser Aussehen im restlichen Video. Wir sind müde, okay? Und wahrscheinlich wird man es sehen. Es ist jetzt schon dunkel draußen. Es ist auch schon Mitternacht, nach Mitternacht. Es ist schon spät, okay? Ich bin müde. Aber etwas, was immer wach macht, etwas sehr, sehr Wichtiges, muss jetzt her. Ein Snack. Wir brauchen richtig viele und richtig coole Snacks. Dann schaffen wir es auch richtig lange wach zu bleiben. Oh, und schreibt mal jetzt in die Kommentare, ob ihr Langaufbleiber seid. Also gibt es da ein Wort? Es gibt das Wort Frühaufsteher und Langschläfer. Aber seid ihr Langwachbleiber oder Frühschlafengeher? Schreibt jetzt Hashtag Langwachbleiber oder Hashtag Frühschlafengeher in die Kommentare, je nachdem, was für euch zutrifft. Und das Wort, das etablieren wir noch. Also ich bin mal das eine, mal das andere. Aber eigentlich bin ich ein Frühschlafengeher, ganz ehrlich.
Okay, liebe Snacklade, was hältst du bereit? Oh, gar nicht so schlecht. Oh, wie wäre es mit Tortilla-Chips überbacken? Sarina hat eine andere Methode gefunden, wach zu bleiben. Ja, guck mal. 101 Dalmatiner. Das ist super schwer. Ja, sie hatten nämlich schon alles geschafft, bis auf die Dalmatiner. Ja, viel Spaß. Ob du das bis 3 Uhr schaffst? Ich glaube nicht. Das ist einfach der leckerste Filmabendsnack überhaupt. Wir haben leider kein frisches Gemüse, sonst könnte man auch noch so Tomaten oder so dazu machen. Aber wir haben Käsesoße. Und jetzt der Käse. Yes, das wird richtig lecker. Ab in den Backofen. Ich wollte gerade mal abchecken, ob die Lichterkette funktioniert. Und wie ihr seht, seht ihr nicht. Die funktioniert nicht. Gut, dann steigen wir eben darauf um. Ein Einhorn habe ich auch noch. Curry. Und ganz klassisch haben wir auch noch Kerzenschein. Wir mixen gerne die Stile. Dieses neue, moderne Solar funktioniert ja nicht. Oh, ich finde, das ist jetzt schon eine gruselige Stimmung mit dem Rauch hier. 2:50 ist es schon. Vicky, wir müssen uns echt beeilen. Der Snack ist fertig, Leute. Das sieht sehr gut aus. Oh. Weil der Beamer ja leider nicht geht, es war ein Reinfall, müssen wir jetzt auf dem guten alten Laptop gucken. Das ist kein Problem, das hält uns nicht ab. Wir holen uns Frozen 2. Okay, ich guck mal, wo es das gibt. Frozen 2. Suri, bist du dir ganz sicher, dass du dich das traust, hier mitzumachen? Suri ist die tapferste von uns allen, das sage ich euch gleich. Okay, wir sind bereit. 5 Minuten, wir haben noch 5 Minuten Zeit. Und dann einfach nur angucken eigentlich? Ja. Das ist ja easy peasy. Du schlaf mir mal nicht ein, ja? Ich werde alle 5 Minuten. Sarina? Sarina, bist du noch wach? Sarina! Mir ist noch was richtig Cooles eingefallen. Los, wir haben noch 5 Minuten. Schnell, komm mit. Oh, dieses helle Licht. Was ist dein Plan? Könnt ihr euch erinnern? Wir haben uns ja mal in Elsa und Anna verwandelt. Und dazu gibt es noch Kostüme. Wir machen jetzt eine Kostümparty. Draußen ist es viel zu spät. Es ist gleich 3 Uhr. Okay, jeder muss einfach eine Sache davon. Hier, das hier sieht sehr nach Frozen aus. Das hier nicht? Hier haben wir noch ein Cape von Anna. Das muss eine Blitzperücke werden. Ich lasse das Perückennetz weg. Frozen mit blauen Strähnen, das ist auch gar nicht so schlimm. Fertig! Elsa für Arme. Sag mal, ich sehe super aus. Leute, es ist einfach mal stockdunkel. Und hört ihr? Es regnet. Ich nehme den Eckplatz, der ist sicherer. Ist es lecker geworden? Das ist richtig lecker geworden. Und nee, der Käse ist schon ein bisschen hart. Ich habe mich übrigens für das Cape entschieden. Jetzt seht ihr mich gar nicht mehr. Schwarz mit Schwarz mit Schwarz in der schwarzen Nacht. Das haben wir richtig gut gemacht. Play. Volle Lautstärke. Let it go. Let it go. Hey, check mal schnell die Uhrzeit. Oh, warte mal, ich habe kein Handy. Du musst am Laptop gucken. 3:03 Uhr. Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves. Leute, das Gruseligste, was passieren könnte, ist, dass hier hinten eine Spinne rauskommt. Leute, wir wissen nicht, wo dieser Schatten herkommt. Also irgendwie ist der voll gruselig. Weil hier ist ein Schatten von der Kerze. Und der bewegt sich auch wie die Kerze. Aber hier, wir wissen nicht, was das für ein Schatten ist. Das sieht aus wie eine Nase. Ja, und hier geht es so nach oben und der riesengroßen irgendwie. Das ist Olaf. Aber jetzt mal im Ernst, wir wissen echt nicht, wo der herkommt. Ich finde, das sieht aus wie so ein großes Gesicht von einem Mann. Oh, wie von den Simpsons. Ja, stimmt, weil er so eine hohe Stirn hat. Das ist Homer. Aber wirklich, wo kommt der her? Wir haben gerade alle Kerzen ausgecheckt. Das ist nicht von der Lichterkette, nicht von den ganzen Kerzen. Es ist sonst kein Licht hier. Das ist doch kein Geist, oder? Wieso sollen denn Geister Schatten machen? Das sagt man doch so, ich habe so einen Schatten gesehen und dann sagt man, das war ein Geist. Weil wir weiter gucken. Ist gerade echt spannend. Ja, aber was machen wir gegen den Schatten? Sprich vorsichtig mit ihm. Schatten, verschwinde. Wir wollen in Ruhe weiter gucken. Vielleicht lacht er ja und deshalb wackelt die Nase. Du machst es immer schlimmer. Ist es vom Einhorn? Nee, ist auch nicht vom Einhorn. Das sieht nicht aus wie ein Einhornschatten.
Kurzer Zwischenstand. 4.15 Uhr. Dauert noch. Ah, wir haben noch ein bisschen vor uns. Oh, ich finde den Film voll schön. Vielleicht liegt es an meiner Elsa-Perücke. Vielleicht ist er noch schöner, wenn man ihn mit Elsa-Perücke guckt. Probiert's aus. Ich finde den so süß. Leute, guckt mal. Der Film ist aus. Sarina? Ist das jetzt dein Ernst? Du schlafst nicht wirklich, oder? Bist du gerade so? Sarina, der Film ist aus. Ja, ich weiß. Hast du geschlafen? Wann bist du bitte eingeschlafen? Nur kurz. Die letzte Stunde ungefähr, oder? Es ist nichts Schlimmes passiert. Ja, es ist, glaube ich, schon gleich 5. Ich bleibe hier. Schläfst du hier? Ja, das war ja mal gar nicht gruselig. Ich fand es auch nicht mehr so schlimm. Ist der Schatten eigentlich noch da? Na, ich gucke lieber nicht nach. Bin müde. Du bist ja schon ausgeschlafen jetzt. Party! Sicher nicht, vergiss es. Ich gehe jetzt schlafen. Du kannst hier abdekorieren. Tschüss, viel Spaß. Bye, bye. Du musst abräumen.